Jo Leute und willkommen zu meinem neuesten Projekt aus der Prince of Persia Reihe. Und zwar spielen wir The Forgotten Sands. Wuhu! Wir gehen nicht auf Fortfahren, wir gehen noch kurz die Option, ich will noch mal kurz gucken, ob ich irgendwas noch umstellen kann. Tutorials bleiben an, Steuerung ist besser als bei den vorherigen Teilen. Sprache soll Deutsch, Helligkeit, Musik. Alles so ein bisschen leiser. Und dann schauen wir noch kurz bei Extras. Nein. Wäre irgendwie verlockt dazu, aber nein, wir spielen als der hier. Weil der Prinz ist uns wichtig. Wir machen ein neues Spiel und wir überschreiben. Ja. Das neue Spiel. Und wir werden die Upgrades nicht übernehmen, natürlich. Ja, will ich. Und wir spielen auf einfach. Dann bin ich mal leise, oder? Also, bis später. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Wer seid ihr? Was habt ihr getan? Als sei ich ein Streuner, der im Palast nichts zu suchen hat. Ich bin ein Sohn von König Sharaman und der Bruder von Prinz Malik, der hier im Namen unseres Vaters regiert. Ich bin nicht auf der Suche nach einer mythischen Armee. Ich soll von meinem Bruder lernen, damit ich eines Tages auch ein so mächtiger Herrscher werde. Dies war einst das Herzstück von König Salomons mächtigem Reich. Es soll ein Geheimnis verbergen, das wir zu schützen geschworen haben. Wegen diesem Geheimnis muss die Festung bei anderen Königreichen so begehrt sein. Malik ist hier, damit die Armee einen starken Befehlshaber hat, der Angreifer abschreckt. Doch auch Maliks berühmte Stärke scheint nicht jeden abzuschrecken. Tja, das ist kein besonders herzlicher Empfang. Diese Orbs sind Lebensorbs? Ja, die haben wieder das Heilen was verändert in dem Spiel. Ich finde es auch schön, wie die Gegner einfach verschwinden. Moment.
Ah. Ich muss Malik finden. Den Trigger. Er wird einen Ausweg kennen. Irgendwie geahnt hätte, dass es gleich weggeht. Aber nun ja. Also. Man merkt direkt den voll dicken Unterschied zwischen. Ah. Vielleicht nicht die beste Idee, hier hochzuklettern. Ah. Andererseits, hier hat man einen guten Ausblick. Ja, das stimmt irgendwie auch. Und da sieht man sogar die Skianoten, die da noch drin stecken. Und das Klettern finde ich auch viel, viel intuitiver als im vorherigen Teil und den vorherigen Teilen Mehrzahl. Weil dieses Spiel kam ja nach Prince of Persia, Sand of Time, Boris in Two Thrones und ich glaube sogar nach dem 2009er raus. Ich kann die Teile umrollen! Cool. Auch Belagerungstürmchen. Ich fürchte, in diesem Kampf haben wir keine guten Karten. Ach. Und. Ja, und die Gegner sind in diesem Teil außerdem auch Dosenfutter. Und ich bin ein Idiot. Ja, das kann man überspringen. Gut. Denn man kann jetzt nicht. Das ist ein neuer Trick von mir. Er kann auf Gegner drauf. Und da natürlich die anderen Gegner nicht auf den anderen, auf den eigenen Kollegen draufschlagen können, ist das sowas wie eine perfekte Methode, um jegliche Gegner vor den einfach Platz zu machen. Ich glaube, mit dem können wir nichts anfangen. Also. Erstmal rüber und. Oh mein Gott, Vasen! Sind kein Hindernis für mich. Ah. Ein Stereotyp. Dann muss ich wohl nach oben klettern. Ich finde die Kommentare vom Prinzen immer noch genial, wie schon in Sand of Time, Morris Inn, die wir bisher gespielt haben. Und für die, die es immer noch nicht wissen, nach diesem Teil wird wieder Morris Inn kommen. Wuhu! Und ich werde versuchen, bei diesem Projekt auch wieder das Pass Commentary einzubinden. Schießt hier niemand mit Pfeilen auf für die, die nicht wissen, was Pass Commentary ist, wenn bisher noch keine Einblendung kam, dann sollte jetzt mal eine kommen, die das irgendwie erklärt. Wuhu! Eine Wand! Yeah. Ich find's immer noch lustig, dass man diese Wände einfach umrollen können. Was zum Fick? Kommen die Bogenschützen her? Und wohin jetzt? Ach. Ah ja, das hier hat Mistbusters sogar mal getestet. Das ist nicht möglich. Aber das interessiert uns nicht, denn wie ich schon immer wieder gerne erwähne, ein Videospiel soll die Grenzen zur Realität einfach mal getrost nach hinten wegstecken.
Das erinnert mich an Azad. Und da ist der Punkt. Erwähnt hier Azad. Und Azad ist, wie wir wissen, im Prince of Persia Sands of Time. Weswegen ich wirklich denke, dass das hier nach Prince of Persia Sands of Time kommt. Erinnert mich auch an Azad. Und gegen die Gegner müssen wir. Das wird immer noch schlimmer. Das sollte man nicht echt auch mal erwähnen, dass sozusagen einige Gegnerpartien muss man wirklich nicht bekämpfen, weil es unnötig ist. Wie beispielsweise gerade eben, wo man einfach nur. Schnell zu den Toren! Folgt dem Prinzen! Okay, wir merken uns, wir müssen die Wandlauftaste gedrückt halten. Um irgendwo hochzukommen. Macht Platz für den Prinzen! Malik! Ah, Pisser! Er kann mich wegen des Kampfes wohl nicht hören. Wahrscheinlich nur das. Die bringen uns hier bei, dass wir Gegner sogar, wenn sie am Boden liegen, richtig töten können. Aber die sind eh One-Hit, wenn man es richtig anstellt. Einfach anhüpfen und tot sind sie. Das Free Running System finde ich auch ziemlich genial. Gelungen, ne? Weil es sieht wie locker fluffig, ich von A nach B laufe. Im Set of Time. Whoa. Wir sehen, das sind Dosenfutter. Du musst nur auf die einschlagen, die können dir nichts machen. Das ist auch einer der Gründe, der dieses Spiel vollkommen von sehr vielen einfach zerrissen wurde, weil eben die Gegner nichts aushalten. Aber ich finde, bei Prince of Persia zählen eben nicht die Gegner als Gegner. Die Gegner sind wirklich nicht die Gegner, sondern die Kletterpassagen und die Denkpassagen. Puh, da wäre fast einer getroffen worden, aber scheiß drauf. Hui! Ich hoffe, der läuft da locker fluffig von A nach B einfach so, dann hier rum, dann hier rum, dann da hoch, dann diese tollen Steinpassagen hier hoch. Und ich frage mich immer noch, von welchem Winkel sie mich bitte abballern wollen. Und wie so viele Bogenschützen daneben schießen können. Das ist auch voll lächerlich. Jetzt haben sie auch gerade beigebracht, dass man so auch bei dem Stein hier sozusagen sich einfach runterfallen lassen kann. Dort sind die versuchen uns zu schlagen, wir hauen zweimal zu und das hört man jetzt erst auf. Ja, ihre Schwertscheiden sind eigentlich gemacht für solche Schwerter wie meins. Die haben aber solche Hackebein-ähnlichen Schwerter. Also, man merkt, die Gegner haben echt keine Ahnung. Die müssen die ganze Zeit ihre Waffen halten, weil sie nicht wegschicken können. Die Armen. Und ich bin am Überlegen, ob ich nicht einfach eine Stunde aufnehme. Und dann, so werde ich mal die einfach alles nach und nach schneiden werde. Weil ich denke, dass das gleich Thema besser ist, als wenn ich jetzt immer wieder pausiere und so weiter. Also würde ich sagen, Past Commentary Projekte werden als ein komplettes Mega-Pärtchen aufgenommen. Vielleicht mit einem nur wieder nach einer Stunde geschnitten. Aber nun ja.
Na, geht doch. Also hin und wieder hackt einfach bei mir ein bisschen so. Malik! Begrüßt man so seine Familie? Halt! Schlechter Zeitpunkt für einen Besuch. Wohl doch eher eine schlechte Zeit für einen Krieg. Nun, bei deinem nächsten Besuch lasse ich die Feinde draußen. Gut, dass du da bist. Das Tor muss auf. Die Mechanismen sind auf den Türmen. Wenn du sie aktivierst, öffnet sich das Tor. Da du es nach oben geschafft hast, ist der Rest doch kein Problem. Keinesfalls. Gut, danach komm schnell runter. Ich will Vater nicht sagen müssen, dass du in meiner Obhut verletzt wurdest. Deiner Obhut? Los, schnell! Ja, und das ist unser Bruder, Malik. Da haben schon Löcher reingefetzt und... Es ist offen! Komm ganz schnell nach unten! Hier geht's nicht runter! Weiter! Ich finde dich! Oh. Die Kammer! Zu Salomons Kammer! Salomons Kammer? Was hat er vor? Ich habe nur eine Frage jetzt eigentlich. Wieso denkt er sich jetzt einfach, dass wir das wissen? Wir wissen nicht, ob unser Herr Prinz hier, wir wissen immer noch nicht seinen Namen, schon mal jemals hier in diesem Schloss dabei da gewesen ist. Ich hol dich ein. Ja, ich nehme bloß den längeren Weg. Geht viel schneller. Also wir merken, unser Prinz ist immer noch ein bisschen Großmaul. Ah, so besiegt man die! Ah, ich habe immer Probleme mit denen gehabt. Immer! Also wie ich dieses Spiel schon mal allein gespielt habe und so. Jetzt wo ich weiß, wo das geht. Ein bisschen Lebensorbs. Wo sind denn hier Fässer? Fässer. Kann ich mir nicht so einen Schmiedehammer mitnehmen als zweite Waffe? Was ich auch geil mit den Waffen finde, man schaue hin, es ist, ein Teil ist metallisch, der andere Teil ist so mit Leder umbunden und ist wirklich so ein bisschen hervorgehoben. Das ist ja wirklich so, damit das leicht an der Hand liegt und wirklich jeder Stoß nicht so Arsch in der Hand wehtut, weil falls ihr schon mal so ein Schwert in der Hand gehabt habt und wo drauf gehauen habt, der tut weh. Durch das ist das leicht gepolstert und tut das nicht mehr ganz so weh. Okay, man darf auch nicht das... Gucken. Ja, ich muss einfach nur die Taste gedrückt halten. Ich hätte schon gedacht, ich muss auch noch die Richtungstaste drücken, ja? Nö. So, ich glaube, wir sind mittlerweile schon ein bisschen auf dem Weg zu... Oh, tut mir leid, Malik. Musstest du warten? Ich war so erschöpft und machte bei den Bädern halt, um mich zu entspannen. Dann genoss ich ein heißes Mahl und bin jetzt bereit, mein Königreich zu verteidigen.
Rückzug! Zu den Toren! Kölschern am Bückerschen! Der Palasthof. Ist Jerusalem den Hasori! Diese Tore führen zu den Schatzkammern. Ich muss irgendwie dort hinunter. Lebensorb. Weil jedes Fünkchen Leben wertvoll ist. Wenn er zur Kammer geht, will er etwa König Salomons Armee entfesseln? Es wäre töricht, die Invasion mit einer mythischen Armee aufzuhalten. Ich muss ihn warnen. Vor allem, weil die mythische Armee ziemlich außer Kontrolle geraten wird wahrscheinlich. Weiß nicht, ich habe nur den vorherigen Teil gespielt.